Es gibt Momente in der Geschichte, die alles verändern. Der 8. Mai 1884 war ein solcher Augenblick. An diesem Tag wurde mit der Gründung der städtischen Elektrizitätswerke in Berlin der Grundstein für eine flächendeckende öffentliche Stromversorgung gelegt. Bereits seit 140 Jahren bauen, gestalten und passen wir das Stromnetz an die Bedarfe der Stadt an. Stets für und mit Berlin. Verlässlich und zukunftsorientiert. Aber zurück zum Anfang. Am 8. Mai 1884 gründete Emil Rathenau mit Patenten von Thomas Edison die städtischen Elektrizitätswerke und damit das Stromnetz Berlin. Das markierte den Beginn einer neuen Ära, nicht nur für Berlin, sondern für ganz Deutschland. Bahnbrechende Erfindungen und tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen folgten, die das Leben der Menschen nachhaltig verbesserten. Zuerst war aller Anfang schwer. 1914 hatten nur 5,5% der Berliner Haushalte Strom. Doch bis 1927 waren es schon 50%. Halb Berlin war am Netz und die andere Hälfte wartete ungeduldig auf ihren Anschluss. Die Stadt erstrahlte heller als je zuvor. Nach den dunklen Kriegsjahren und der Blockade der Westsektoren erfolgte 1952 die mehrere Jahrzehnte andauernde Trennung der Stromnetze der DDR nach West-Berlin. Und das wortwörtlich. Das Netz war komplett isoliert. Jede verbrauchte Kilowattstunde musste vor Ort produziert und abgesichert werden. Vor allem am Anfang eine Mammutaufgabe. Dann fiel die Berliner Mauer. Aber erst 1992 gaben sich Ost und West wieder die elektrische Hand. Der Westteil der Stadt wurde damit frequenzsynchron mit dem ostdeutschen und dem osteuropäischen Netz. Anfangs gab es nur eine wenig belastbare Notfallverbindung am Potsdamer Platz. Und West-Berlin musste weiterhin die Funktionalität der Inselfähigkeit besitzen. Erst 1994 wurden die Netze durch eine 380 kV-Leitung verbunden und der Inselbetrieb West-Berlins endgültig beendet. Durch die Fertigstellung einer Trasse zwischen Hessen und Thüringen fand 1995 die elektrische Wiedervereinigung Deutschlands statt. Berlin und Deutschland sind seitdem frequenzsynchron mit dem bundesdeutschen und westeuropäischen Netz. Bis 1997 hielt das Land Berlin die Mehrheit der Anteile am Berliner Stromnetz. Dann begann die vollständige Privatisierung. Und 4 Jahre später, im Jahr 2001, wurden wir 100%ige Tochtergesellschaft des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall. 2021 erfolgte dann der Rückkauf. Berlin entschied. Das Stromnetz gehört in die Hände der Berlinerinnen und Berliner. Unsere Zukunft? Die sieht hell aus. Bis 2033 wollen wir die Netzkapazität verdoppeln. Das bedeutet die Inbetriebnahme von zahlreichen Netzknoten und Umspannwerken, den Neubau von etwa 3000 Netzstationen sowie die Verlegung von rund 5000 Kilometer Kabel. Wir sind bereit, die Stadt noch weiter zu elektrisieren. 140 Jahre voller Spannung und wir sind noch lange nicht fertig. Aus Liebe zu Berlin bauen wir das modernste Stromnetz für die klimaneutrale Hauptstadt. Auf die nächsten elektrisierenden Jahre.